Da seid ihr ja wieder. Oder du? Oder du? Oder der Waldgolem da hinten in der Ecke? Ach du liebes bisschen, ja. Ich grüße an dieser Stelle erstmal ganz herzlich auch wieder meine Stammzuschauer und deren Kommentare, die wieder mal an dieser Stelle sehr hilfreich sind. Und da komme ich jetzt mal auch in Vino Veritas zu sprechen, der ja geschrieben hat, schwarzes Erz, wow, ist das doch mal. Okay, dann werde ich mal einen Brocken schwarzes Erz essen. Ich halte das meine Zähne aus und da ist auch was passiert. Das soll nämlich folgenden Effekt haben, dass alles langsamer wird. Also, ne, ich gehe jetzt mal hier so ran an den Waldgolem. Jawohl, Zeitlupe, richtig. Aber das ist nicht so toll, weil ich werde mich mal wieder im Abstand vergrößern und hoffe, dass er dann hier weiter weg bleibt. Ne, oh, der ist immer noch am Laufen. Man muss das ja auch mal ausprobiert haben, so von wegen, wenn ich dann genug Abstand habe, während er hinter mir herläuft. Oh, der bleibt. Oh, schade. Ich dachte, der Abstand würde jetzt vergrößert werden. Jetzt ist es ja so, dass ich ihn an meine Backe kleben habe. Ja, sowas Blödes. Vielleicht lässt er ja von mir ab, wenn ich dann halt eben in dem normalen Tempo-Modus. Oh, ein Varanix. Ja, hallo Varanix. Dann, nein. Für dich braucht es nur ein Schwert. Komm. Oh. So, zack. So, und der Waldgolem ist futsch. Jupp. Okay, das wollte ich mal eben nur wegen des schwarzen Erzes mal gezeigt haben. Jetzt ist es auch noch so, dass ich hier einen Spielstand habe. Also nicht meinen eigenen von der alten Version von Odyssey, sondern einen neuen. Und bei meiner alten Spielweise hatte ich ja eine Rüstung gehabt, die nannte sich oder nennt sich Golem-Schutzrüstung. Die habe ich dank Blackies Hilfe durch den Insert-Code mir wieder hier in mein Inventar gezaubert. Und jetzt werden wir mal wieder weiter gucken, ob wir dann den Waldgolli irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise doch noch defenden können, defeaten können. Ah, meine Anglizismen, ich weiß, ich bin älteren Jahrgangs und bin da nicht so, ne, bin da nicht so firm drin. Okay, gucken wir mal. Wo bist du denn? Ach, da sind Feuer. Feuer. Ja, da ist er ja wieder. Shit! Der ist ja so getarnt. Der ist ja so getarnt, dieser Louis. Na, dann pass mal auf, dann machen wir folgendes. Gucken wir mal, wo ist er denn? Ach da, dicht auf den Fersen. Ja, hau den doch einen aufs Maul. Ja, wie denn? Ich weiß, dass diese Golem-Schutzrüstung nicht so viel was bringt. So, er hat von mir abgelassen. Okay. Dann scouten wir mal weiter. Bis irgendwann mal. Er wird ja zu seinem Ausgangspunkt wieder zurückfinden wollen. Ah, ich habe leider keine Sensorreichweite hier. Ein, naja, Scanner hier. Zip, zip, zip. Ah, man sieht den auch nicht. Ist immer doof. Wo ist der Waldgulli? Der müsste doch hier in dem Bereich sein. Ich guck mal. Ich guck mal und stell mich dann dahin, wenn ich ihn gefunden habe. Er ist so clever, der Typ hier. Da ist er ja. Jetzt bedarf es natürlich einer Strategie. Ich habe ja meinen Dandolo nicht dabei. Wie lautet denn meine Strategie oder wie möchte ich das umsetzen? Ich habe zum Beispiel hier große Feuerbälle, noch zwei Stück im Reservoir und muss mal zusehen, weil die verbrauchen ziemlich viel Mana. Ich esse mal erst ein Ärzchen. Dann mache ich folgendes. Ich werde dann den Waldgolem mal befeuern. Zack. So, und dann trinke ich mal ganz schnell einen Mana-Trank. Und gucke erstmal, wie viel er da so verloren hat. Noch gar nicht viel. Oh. Okay, die Golem-Schutzrüstung ist doch nicht so eine praktische Geschichte.
Und ja, die Zeit, in der das Erz, das schwarze Erz wirkt, ist auch nicht so pralle. Das heißt also, vielleicht könnte ich doch noch... Nee, das ist mir zu eng. Glaube ich, dass es mir zu eng ist. Ich weiß es noch nicht. Nein! Boah, war das knapp. Wer stirbt als erstes? Fragezeichen, ich oder das Wurzelwerk gegen mir gegenüber. Große, ja, ich natürlich. Tolle Nummer. Ja. Folgende Strategie habe ich mir überlegt. Und zwar als erstes habe ich, muss ich mich mal vergewissern. Okay, den großen Feuerball hier, da habe ich zwei Stück von. Also, ich mache folgendes. Ich werde erstmal hier ein Erzchen essen. Dann den Feuerball wirken. Richtig gut aufladen. Jawohl. Dann sofort wieder zurück hier Mana trinken. Dann nochmal Feuerball wirken. Bis voll ist. So, und dann abhauen. Oh, das hat gerade geklappt. So, folgt er mir nicht? Doch, er folgt mir. Okay. Dann werde ich mich hier irgendwo, hups, in die Baumstämme verdrücken. Und suchen, dass ich irgendwo eine Anhöhe finde. Oder auch mal lauschen, ob er noch hinter mir her ist. Ist er das? Ja, ist er noch. Oh nein. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo hochklettern können. Ja, das sieht gut aus. Also. Ups. Nein. Mist. Tja, nach einigen Irrungen und Wirrungen und Suchen habe ich ihn auch trotzdem gefunden und ihn erstmal an mich herangelockt, um sozusagen erstmal einen Feuerball auf ihn zu schmeißen. Nicht auf eine Blutfliege, sondern auf den Waldgut. So. Bleibt er da hängen? Ach ja, dann machen wir eben schnell einen Mana und noch einen Feuerball hinterher setzen. Ja, hoffentlich ein bisschen seine Wirkung hat. Das sieht gut aus. Ja, dann könnten wir doch mal das schwarze Erz mampfen, damit er da nicht so rumzappelt. So ist das. Ah, die Sonne strahlt von hinten. Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt doof. Ich brauche ihn nur noch ein paar Mal Hiebe zu geben. Weil er ist immer noch im Slow-Mo-Mode. Ja, wie er da hingekommen ist. Gut, okay, das will ich euch sagen. Ich habe ihn erstmal hier an die Felswand da hinten rumgelockt. An dem Feuerwehrhahn vorbei. Jetzt habe ich die Fatzen dicke. Der Sache versuchen, mal hier mit Pfeilen ein Ende zu bereiten, wobei, ja, das könnte klappen. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, mein 10. Versuch. Ja, hat doch geklappt. Perfekt. Und kann ich den Waldgolem, ja, dann kann ich ein bisschen Holz abholen. Ja, perfekt, das hat geklappt, das Speichern. Mann, oh. Ja. Blutfliege, die dürften ja nicht so schwierig sein. Also während ich hier durch die Gegend gereist bin und durch das Waldstück hier, welches wirklich gut gemacht worden ist, habe ich nur ein paar Feuerwaren und Blutfliegen und jede Menge Morcheln und Kräuter gefunden, die ich jetzt mal im Hintergrund aufsammle und kille und so weiter. Ihr seht mich dann später. Bis zu diesem Feuerwaran und in der Nähe gibt es auch noch einen, aber ich werde ihn mal ganz schnell angreifen und hoffe, dass er kein Feuer spritzt. Genau richtig. Feuer ist nicht gespritzt. Spritzt, ja. Ja, der aufmerksame Zuseher wird wahrscheinlich mitbekommen haben, ich habe immer noch die Golem-Rüstung an. Ich brauche nämlich auch noch ein bisschen Schutz vor Feuer. Den Ring habe ich schon angezogen. Nachdem ich jetzt speichere, versuche ich mein Glück auf
direktem Wege. Auch hier haben wir Glück gehabt. Perfekt. Das gleiche machen wir mit ihm da hinten. Hat der mich doch noch angepisst. Aber gut, dass ich Feuerresistenz ein bisschen habe. Gluck, gluck. Und dann werde ich mich hier wieder um die Pflanzen kümmern. Ja, und wie kann es anders sein? Ich bin schon wieder auf den Waldgolem gestoßen. Supi. Bleibt er auch noch hängen? Gucken, inwieweit ich ihn denn hier schwächen kann. Ja, ich mach's mal wieder konventionell. Pfeil und Bogen. Ich habe ein paar Feuerpfeile. Man weiß es ja nicht. Habe ich. Gucken, ob die ein bisschen mehr Schaden anrichten als ein normaler Pfeil. Ja. Waldgolem. Das werde ich dann überspringen oder schneller machen im Schnitt. So, noch ein paar Treffer. Und dann dürfte er gleich erledigt sein. Und wir sind eine Stufe gestiegen. So muss das sein. Ja, für diejenigen, die gedacht haben, ich würde es jetzt ein bisschen umfangreicher machen oder mit Zaubersprüchen. Ja, ich bin so ein Oldschooler, deswegen mache ich das halt eben so. Dauert länger, ist aber effektiver und ressourcensparender. Ich gehe wieder Pilze sammeln und Kräuter und Beeren habe ich gesammelt. Ja, wir sind wieder hier an dieser Felsformation, wo da oben auch noch eine Anhöhe ist, an der ich ganz gerne mal teilhaben möchte. Jetzt muss ich erstmal gucken. Diese Steine sind eigentlich hier richtig gut angeordnet, sodass es eventuell zum Hochklettern kommen könnte. Nee, das ist zu kompliziert. Brauchen wir es gar nicht versuchen. Wir machen das erstmal über ihn hier. Und vielleicht über ihn hier. Gucken mal, wo wir hier hinschrammen. Ja, das ist mir... Ah, okay. Das ist immer, wenn da unten die Seam ist. Also die Kante, Kanten auf Kanten treffen. Oh, yeah. Gucken wir mal. Ja. Roland, der Akrobat. Wie geht's denn hier hin? Sollen wir mal hier gucken? Hier rutscht es runter. Aha. Jetzt geht's hier rum. Und da geht's ein Weg hin? Moment, ich guck mal auf der Karte. Nee, nicht die Karte. Die Karte hier. Ah, ich hab's mir doch schon fast gedacht. Wir sind wirklich an einen Punkt gekommen, wo wir wieder in der Karte sind. Also, das heißt, wir brauchen hier gar nicht großartig rumklettern. Eventuell könnten wir doch noch hier auf eine andere Art und Weise diesen kleinen Bereich hier scouten. Ja, natürlich. Wieso kompliziert, wenn es auch noch komplizierter nicht mehr geht? Ja, und hier können wir auch mal wieder was abgrasen. Ah ja, okay, hier ist die Pyramide. Schön. Und ich gehe mal wieder weiter. Und wenn es was Aufregendes gibt, dann schalte ich mich wieder zu. Oh, geht das hier tief herunter. Ich bin noch mal ein bisschen hier auf diesen Vorsprung gegangen und mir ist aufgefallen, also hier von der Seite bin ich gekommen und hier geht es wieder links rüber, wo ich... Ach, da hinten, ja, da waren wir schon. Und jetzt... Müssen wir uns anderen Aufgaben widmen? Gucken wir mal ins Logbuch. Ja, die Ork-Wache, das war das mit Kavalorn. Das Vertrauen der Söldner, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Donchak, da müssen wir auch noch abwarten. So, das Fischerdorf, vielleicht sollte ich das mal angreifen. Und auch da soll es die Raspel geben, laut Odyssey Mod Team. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Und ich werde mich mal eben kurz wohin beamen. Und zwar zum Leuchtturm, aber erst muss ich mal wieder ein bisschen Mana trinken. Jep, gucken wir mal, wunderbar. Denn ich meine, dass ich dann Dolo beim Leuchtturm habe und
der hier auch dort steht. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Dandole, hör mal auf. Soldat. Ja. Kleide dich entsprechend. Kleide dich entsprechend. Wir müssen Perversion zeigen. Nein, Präsenz. Wo ist denn unsere Präsenz? Die ist ja hier. So. So. Komm mal mit. Komm mit. Auf geht's. Danny schickt dich jetzt zur Pyramide. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten. Gut. Ja. Yep. So, Pyramide von Korinth. Warte auf mich bei der alten Pyramide. Ja. Okay, mal wieder ein bisschen gesprungen. So, mal gucken, wo ich sie habe. Pyramide ist hier und. Ups. Oh, Dandolo ist ja nicht da. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Indem wir hätten schlafen sollen. So wie mir das so eben aufgefallen ist. Nein, hey! Okay, da ist er, ne? Okay, Dandolo, jetzt darfst du richtig mitkommen. Komm mit, auf Und zwar, Rico, das war das Feuer, was wir eben von oben gesehen haben. Ich möchte nämlich ganz gerne zum Butlerlager hin und mit Dandolo durch die Lava-Höhle. Und bis dahin, liebe Leute, schalte ich mich wieder ein, wenn es heißt... Nein, ich mache noch nicht Schluss. Wenn ich in der Lava oder vor der Lava-Höhle stehe. Bis dann. So, ey, da wären wir. Bei den Butlern. Balto. Stopp. So, so. Butler aus den Bergen. Wer es glaubt. Die sehen mir eher so aus, als ob sie aus der Strafkolonie kommen. Scheinen aber harmlos zu sein. Aha, Dandolo habe ich noch nicht hier hingeführt, so wie das aussieht. Mal gucken, was Slim sagt. Meinung kennst du ja schon. Er hat nichts zu sagen, also gehe ich jetzt mit Dandolo zu dieser geheimen Höhle. Ja. Die, wo hier ist, denke ich mal. Hier ist so ein Weg. Aha, man muss immer gut aufpassen. Und hier ist dann bestimmt... Ja, der Eingang, Dandolo ist dabei. Seien Sie dabei, nochmal gucken. Noch eine lustige heiße Fahrt in die Lava-Höhle. Ich habe ja nur reingeguckt bei einer Folge von mir. Hilfe, nee, abspeichern. Und wenn Dandolo schon gesagt hat... Warte auf mich. Gut. Mal gucken, dass er die Butler entdeckt hat. Dann gucken wir mal, ob es hier Flüchtlinge im Onashof, Leuchtturm, Küste von Korinnes, Gier zu den anderen. Da habe ich jetzt echt gedacht, hier hätten wir jetzt hier die Butler. Flüchtlingslager im Norden? Nein, haben wir nicht. Okay, zurück und Ende. Ja, dann schauen wir. Nun, eine richtige Lavahöhle. Hier auf Korinnes. Wer hätte das gedacht? Jetzt muss ich nochmal prüfen, Leute. Ich hätte nur ein Schrittchen gehen müssen, ne? Gucken wir mal. Warte auf mich. Zack. Dann könnte es ja Lavahöhle heißen. Ich weiß es nicht. Gehe zurück zu den anderen. Nein, auch nicht. Ich bin so frustriert. Schauen wir mal. Oh, hoffentlich stürzt du mir nicht ab hier. Komm her. Das heißt also, wir müssen hier ganz vorsichtig gehen. Und da hinten sind schon die ersten. Bin ich mal gespannt. Nee, ich gehe mal direkt hin. Ich habe keinen Bock, dass mir schon hier die wieder so ein Mist wie schwarzer Barer. Mist. Ja, sicherheitshalber nochmal die leichte Drachenregerrüstung an. Und mal gucken, wenn ich dann einen treffe, ob dann der Dandolo dann mitspielt. Nee. Er spielt insoweit mit, dass er so hart an die Kante geht und dann irgendwann mal doch nicht runterfällt. Mist, sind mir die XPs weg. So, Dandolo, da wollen wir eben hier die Barane mal ein bisschen plätten. Wunderbar. Los, Dandolo, der Feuerwaran. Richtig, ich bedanke mich. Sehr gut. Und auch ein bisschen Zeug hier. Oh, ist das übelst.
Schwarzer Baron. Wow. Jetzt muss ich hier rüber oder was oder wie? Aha. Okay. Speichern wir nochmal. So, das heißt also, ich muss hier durch. Oder rüber, besser gesagt. Oh, jetzt wird's diesig. Okay. Ehrlich, danke dir. Was kommt denn noch für Viecher an? Aha, da hinten sind noch zwei. Also auch mal wieder hier ein hohes Kompliment an den 3D-Menschen, der das gemacht hat. Ein wunderbarer Mesh hier. Oh, hätte ich gar nichts machen brauchen. Beziehungsweise ein wunderbares Höhlenmesh. Herrlich. Superklasse. Was kommt noch auf uns zu? Ja, Feuerwehrhähnchen. Mhm. Na, da ist er ja schon. Okay. Dann Dolo ist natürlich im Offensivmodus. So passt das auch. Wow. Alter Schwede. Stalagmiten, Stalaktiten und wie heißen die denn, wenn die dann zusammengewachsen sind? Da komme ich jetzt nicht drauf. Was hängt denn? Oh, shit! Der war so gut getarnt, dass ich jetzt gerade in dem Moment auf diese hängende, auf diesen hängenden Korb geguckt habe hier vor mir. Aha, da geht's noch weiter. Geht's hier rum? Gibt's vielleicht eventuell noch was Lustiges einzusammeln? Ja, sein. Was, was? Was war das eben? Was sind das für Sounds? Oh, Hilfe. Mann, oh Mann, oh Mann. Mandolo bleibt bei mir. Wir müssen nämlich dadurch, so wie ich das hier irgendwie im Urin habe. Boah, speichere ich mal lieber. Jep, da ist wieder einer. Dann Dolo, komm mal an. Ein schwarzer Varan. Nicht wunderwirken hier. Hat mich sogar angebissen. Ja, dann Dolo. Ja, eben mal hier vom Felsen weg. Dann schauen wir. Oh, um so ein Mistvieh. Um die Ecke. Okay. Da wird es eine sackende Gasse geben. Mhm. Oh Leute, wo geht's denn da runter? Das sieht aus wie... Ja, das ist Lava natürlich. Also wirklich, also beeindruckend. Muss echt sagen, beeindruckend. Von der Gestalt her. So ein Mist. Wo denn? Hä? Ich krieg Pfeile ab. Woher denn? Was ist das? Da schießt ein eingesperrtes Skelett aus dem Käfig. Was jetzt? Nein. Alter Schwede. Skelettschütze, wie willst du den denn hier? Nee, das ist unmöglich. Oh, was eine Idee. Ja, wer ist denn als erstes hin? Na, ich natürlich. Ja, hier sind natürlich wieder Fähigkeiten gefragt, die ich jetzt im Augenblick noch nicht erörtern kann. Deswegen muss ich mal hier wieder überlegen. Warte mal. Was ist, wenn ich abhaue? Der Dandolo ist dann noch da. Und er schießt auf den Dandolo. Ey, so was Beklopptes. So, während ich mich ein bisschen gestärkt habe und auf Untote vernichten meinen Charakter eingestellt habe, will ich mal gucken, ob das mit dem Spruch geht. Ja, er ist hin, ich bin auch hin. Superklasse. Oh, jetzt sehen wir auch mal, wo es runter geht. Es geht ganz tief runter. Mhm. Schön, da lieg ich Armatur und blute nach wie vor. Nachdem ich mich mal ein bisschen gestärkt habe und den Untotenvernichtungsspruch genommen habe, eingestellt habe, den ich jetzt hiermit ganz gerne mal aktiviere,
und der Skelettschütze jetzt nicht mehr schießt, weiß der Geier, weil ich neu geladen habe. Ja, der ist jetzt also hin. Wir können mit Dandolo weiterziehen. Wie zum Beispiel diesen weiteren schwarzen Varan mal. Na. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, okay, dann macht er das wieder. Schwarzer Varan hat Krallen und Haut eines Reptils. Gut, nicht Haut eines schwarzen Varans, sondern eines Reptils. Jetzt muss ich mal leise sein, weil hier irgendwas ist. Was ist das da hinten? Okay. Hallo, Mistvieh ist hier. Dandolo, Mistvieh, danke, dass du das Mistvieh erledigt hast. Ho, 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 ho. Mal abspeichern. Und dann gucken wir mal weiter. Nachdem er jetzt hier neu die Meshes eingeladen hat. Ach du liebes bisschen Feuergolem. Die hatte was geleuchtet. Oh, war ja da unten feuert's und brennt's. Ja. Kommt hier was um die Ecke? Ja. Nicht unbedingt. Hier geht's nicht mehr weiter. Also wird es hier weitergehen. Ho, ho, ho. Jo. Erledigt. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen ruhig jetzt. Mal gucken. Wir kommen nach draußen. Aha. Was ist hier? Ach, da ist auch wieder alles voller... Wow. Voller Gestrüpp. Gucken wir mal raus. Okay, jetzt sind wir irgendwo. Im Nirgendwo. Aha, hier gibt es auch noch einen anderen Weg. Und hier geht es wohl zum Fischerdorf runter. Und hier geht es oben noch weiter. Gehen wir erstmal zum Fischerdorf. Das war erstmal mein Ziel. Ah, Graslandscabby. Oder Wald und Wiesen. Oder wie hieß der? Waldscavenger. Okay, Waldscabby. Ja, also dann gehen wir mal runter. Ich hoffe, dass es hier runter geht. Und Fischerdorf entdeckt. Super, wir haben das Fischerdorf entdeckt. Klasse. Mal gucken, wen ich da so antreffe an wichtige Personen. Es regnet immer, wenn es regnet. Muss ich abspeichern. Ja. Scouten wir mal kurz. Ah, wir werden ja auch noch von Ork-Kriegern und Schamanen und was weiß ich nicht alles noch erwartet. Hauer, hauer, hauer. Gucken, ob wir die irgendwie einzeln reinkriegen. Oh, So, Dandolo, wo bist du? Ach, der ist da unten hingegangen. Gucken wir uns das an. Der ist jetzt mit dem beschäftigt. Ich habe ein bisschen was an Lebensenergie einbüßen müssen. Aber mal gucken. Los, Dandolo, schenk mal was. Bis hier hin. Dandolo, komm mal mit. Da sind bestimmt noch mehr. Da müssen wir aufpassen. Was essen. Was essen, was trinken. Was abspeichern. Jetzt müssen wir echt auf der Hut sein, Dandolo. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich gehe so rum und haue den hier, versuche ich den hier erstmal zu frei zu hauen. Obwohl ich wohl keine Chance habe gegen ihn. Danke, Dandolo. Okay, die haben wir schon mal gereinigt. Schwere Ork-Axt. Ja, super, klasse. Und gleich sofort mal was zu uns nehmen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann haben wir hier noch den Fisch und einen Mythana-Ork-Krieger.
noch ein Fisch, aber diese Kleinigkeiten machen wir später, denn da hinten ist sozusagen der Ork Shamani. Ne? Lustig. Und noch irgendwer? Gucken wir mal. Erstmal ein bisschen Deckung nehmen. Oh. Dann gehen wir mal hier hin. Aha. Bin ich gespannt, was er macht. Oh, da kommt noch einer raus. Ah, los. Hauen zu Brei. Genau, richtig. Perfekt. Andolo. Ja, er hat ein bisschen was schlucken müssen. Danke dir. Sollten wir jetzt eventuell das Fischerdorf auch schon vorher beschreiben, besser gesagt befreit haben? Oh, nicht zu weit. Denn es können ja sich noch irgendwelche Orks hier irgendwo verstecken. Ein Kessel. Gibt's noch? Ah, Säcke. Schön. Gut, dann nehmen wir erstmal den Kochlöffel. Hier ist ein Boot. Hier gibt es noch ein bisschen Vorräte. Und was ist das? Ein Fass mit Fisch. Und ich würde mal sagen, bis hierhin schließe ich die Folge. Bedanke mich für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mit oder ohne Daumen. Schreibt in die Kommentare. Tschüss.